Seid ihr alle bereit? Ja, ja, ich guck nochmal eben schnell, ob alles hier mitläuft. Ja, 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 Ton ist an. Alles I'm ready! Ja, nimm's auf. Ready, auf. Rumble! Ja. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 2019. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Micha und der Mike. Moin moin! Hey Leute! Ja, wir sind in einer neuen Saison. Saison. Ich habe mich ja für die Euroleague qualifiziert, die anderen Bimbos nicht. Was? Du kassierst! Micha ist jetzt bei Gladbach Trainer, das war ja schon zum Schluss der Saison und Mike ist ja genau, wechselt zu Mainz 05 und DFB-Pokal wurde auch schon ausgelost. Ich muss gegen Siegen spielen in der ersten Runde. Abgänge und so und Zugänge, auch schon ein bisschen was passiert in der Mannschaft, zeigen wir euch aber natürlich auch nochmal im Detail und wir versuchen jetzt weiterzukommen, um zu den Pflichtspielen zu kommen und tragen uns quasi so in dieser ersten Folge komplett durch die Vorbereitung und Ende und Neustart der Saison und so weiter und so fort. Ich spiele gegen Braunschweig. Das wird richtig, richtig krass im Pokal. Da freue ich mich schon richtig drauf. Auswärts sogar in Braunschweig. Ja, das freut auch Jan. Da wird er auf jeden Fall mitjubeln. Und mit also ich werde Braunschweig-Fan sein. Das wird richtig krass. Und wir haben die Saisonziele auch schon gesagt. Ich bin natürlich bei Mainz. Bei mir gab es noch keine Spieler, die gegangen sind und gekommen sind. Finanzen sehen aber eigentlich ganz gut aus. Also wenn ich Bock hätte, könnte ich den einen oder anderen holen. Ich habe das bei Dirk Bremser, Co-Trainer. Ja, ach, ich stelle es auch auf Co-Trainer. Ich stelle es auf Torwarttrainer. Bei mir macht es der Bimbo, der gleich um die Ecke kommt. Ich habe auch keine 3 Wochen gemacht. Vielleicht deswegen. Ah! Bei mir wollten sie, in 3 Wochen wollten die da 6 Spiele reinklatschen. Nee, ich habe 6 Wochen gemacht. Hä? Du bist so ein Anti-Mate, Alter. Ja, ich habe gesagt, ihr wollt mich da verarschen, ey. Ja, hä? Wenn wir es beide sagen, oder? Ja. Wahrscheinlich. Das ist dieses Ja, das Prank. War. Das, war so dumm und da habe ich gedacht, so dumm könnt ihr nicht sein, aber offensichtlich. Doch, können wir. Hä? Das ist ja nicht dumm. Das ist richtig dumm. Das ist sauklug einfach. Damit versaut man sich die ganze Saison. Ja, zumindest die ist schon sowieso versaut. Anfang. Ich dachte, du wolltest jetzt richtig durchstarten. Ja, mache ich auch so. Ah ja. Ja, aber ich meine, wenn wir die Spiele eh nicht machen, dann ist ob man jetzt... Ja, das habe ich ja nicht Wochen. Gerochen am Anfang. Ja, ich habe das gerochen. Ja, ist ja schön für dich. Kannst ja durchstarten dann jetzt. Ja, er ist gewechselt! Oh! Wir haben ihn, den neuen Spieler. Wir haben richtig alles Geld rausgeballert. Aber oh, meine Ohren. Er ist da. Es tut mir leid. Ich habe ihm sogar eine richtig krasse Prämie gegeben, wenn er viele Tore schießt und wenn wir... Was? Wenn er, das war schon ein Verteidiger. Was? Wenn er hier für Euroleague qualifiziert. Was? Was ist denn jetzt los? Ich verstehe nichts mehr. Ach so, ich muss lauter reden, oder? So Leute, jetzt geht's bei mir weiter. Wir haben jetzt nämlich das Pokalspiel gegen Braunschweig. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Jan hat nämlich gerade schon gespielt und Micha spielt, ich weiß nicht, ob du parallel spielst oder kurz nach mir. Jedenfalls, Braunschweig wird echt keine einfache Aufgabe. Hatten wir zwar letztes Jahr mit Leipzig auch nicht, aber ich bin guter Dinge. Braunschweig könnte noch klappen. Wir haben gerade die Trainingsspiele gemacht. Haben wir quasi simulieren lassen. Wir haben erstmal 12-0 gewonnen. Dann haben wir 1-5 verloren. Im Elfmeterschießen 3-3 dann gewonnen. Und dann gegen Worms, irgendeine komische Mannschaft, auch nochmal 3-1 gewonnen. Das heißt, mit dem Sieg weitermachen. Ne? Das ist super. Außerdem habt ihr ja gerade schon gesehen, haben wir uns einen neuen Spieler gekauft. 2 neue Spieler tatsächlich. Wir haben hier Insigne. Aber nicht den krassen, sondern hier so ein Bob. der ist leider auch schon direkt verletzt, aber auf jeden Fall werden wir den hier dann mal einsetzen. Wahrscheinlich auf dieser Position. Und unser 28 Millionen Star March kann alle 3 Positionen hier spielen, was mich echt freut. Die mittlere, wo ich ihn jetzt gerade spielen lasse, noch nicht so gut. Die werde ich ein bisschen trainieren. Ja, aber an sich ist die Startaufstellung eigentlich ganz gut, würde ich mal sagen, wenn sich in der nächsten Zeit keiner verletzt. Und ich hoffe, dass wir irgendwie in die nächste Runde kommen. Ja, ich habe auch gar kein Trainingsspiel gemacht oder so, also zumindest nicht mittrainiert. Hoffentlich hauen die richtig rein.
Wird bestimmt super. 20 Wochen Urlaub hatten wir. Das war echt geil. Habe ich leider nicht reingeschnitten, glaube ich zumindest. Und auf jeden Fall hatte Jan irgendwie 7 Wochen Vorbereitungsphase. Nee, 6 Wochen. 6 Wochen. Micha hat auch irgendwie eine Woche mehr gehabt als ich, warum auch immer. Und ich habe einfach 3 Wochen Vorbereitungsphase gehabt und ungefähr 5 Monate Urlaub. Wow! Mach ihn doch! Ich bin schon ziemlich impressed, dass Braunschweig schon eine gelbe Karte hat. Aber das finde ich schon ein bisschen frech. Ja, das Standard bei dem. Oh! Ja! Das kann nicht Abbas! Sein. Yes, yes, yes! Das ist der Typ, der Angst... Was ein Scheiß. Das ist der Typ, der Angst hatte, dass er ersetzt wird durch den neuen Mann. Und jetzt zeigt er erstmal, dass er der Richtige ist. Aber was für ein Fehler. Ja, aber gut, dass er da dazwischen geht. Ganz, ganz stark. Aber wir haben ja echt... seit wann haben wir denn... Safe, ein Monat, kein Ding. Ja. Nein. Oh, Adler, jawoll. Der geht wieder ran an den Schweck. Desinteressiert, wieso sind die desinteressiert? Unter Druck, ja, die klappen halt echt nicht im DFB-Pokal. Ja, bisher habe ich noch nicht wirklich gesehen. Jetzt, oh, Adler. Ey, der Torwart ist echt... Wenn ich den verkaufe, ne? Dann für 200 Millionen. Nein. Was? 11 Meter? Nein! Abseits, 11 Meter! Ich hatte aber auch schon ein bisschen Schiss. Mann, Mainz hat so ein Kacktor gemacht, das ist so. Ja, unfair. Wir machen gleich noch ein cooles. Jetzt direkt, Baku. Oder unten Busmann. Was ist das eigentlich für einer? Komm jetzt, Öztunali! Brosinski nochmal auf March. Nee, Öztunali auf March. Nee, Brosinski auf March. Oh Gott, was war das denn? Kunde. Hat er auch ein Payback-Cutten? Was schlecht. Wieso führst du eigentlich noch nicht 5-0? Ich weiß nicht, ich habe echt Angst, dass Braunschweig gleich krass ist. Jetzt! Oh! Jetzt! Oh! Mann, wir müssen das 2-0 eigentlich machen, weil ich habe echt Angst. Braunschweig hatte viel bessere Chancen. Was? Warum erlaubst du es dir eigentlich zu gehen? Ich wollte gerade sagen, sagt der einen Feindbein spielt. Bessere Chancen. Ich brauche einfach keine Angst mehr haben. Adler hält einfach alles, was da hinten ist. Jetzt kommt Mateta. Oder Öztunali. Geht einfach komplett durch alle durch. Aber die Entscheidung. 2-0. Kein Problem. Den habe ich nicht ausgewechselt. Ich wollte Abbas auswechseln und habe ihn ausgewechselt. Oh Mann, ey, das ist so ärgerlich. Dieses scheiß erste Tor, das ist so richtig behindert. Ich sag dazu jetzt mal gar nichts. Jetzt, Braunschweig, jetzt bekommen sie noch eine Chance. Ist so eine Spaß, warum pfeift der einfach nicht? Ich will ja nicht mal mehr meine Chance. Schon 5. Minute. Hallo! Ja, aber hallo! Hat 2-3 Minuten länger spielen lassen. Ja! Das ist doch... 2-1. Wie pfeift der so früh ab? Sehr, sehr gut. Glückwunsch. Er hat auf jeden Fall vorher gesagt, dass es zum Elfmeterschießen kommt. Das ist sehr gut. 25-12 Schüsse, also ich würde sagen, das ist schon verdient, auch wenn Jan vehement dagegen ist, ist mir jetzt scheißegal. Teamansprache, schöner Sieg, ich bin zufrieden. Hau da rein und ich würde sagen, wir gehen zu Michas Spiel. Hoffentlich ihr auch. Schaut rein bei ihm. Okay, Auslosung, zweite Runde DFB-Pokal. Wir ziehen das erste Team. Wer ist es bei euch? Sandhausen. Okay, also Sandhausen ist bei jedem, ne? Ich habe drei Teams. Wir haben auf einmal drei, weil wir alle drei gleichzeitig geklickt haben. Ah. Achso, wenn einer drückt. Ja. Ah, krass, ja, okay. Wer will klicken? Wer will klicken? Mainz gegen Hamburg. Ja, Jan, okay, dann drück ich. Ja, dann klick ich. Ja, mach Folge doch. Anmoderiert. Ja, okay, zack. Also ich habe Mainz noch nicht. Aber ich sehe es nicht. Nee, ich sehe es auch nicht. Ja, dann okay, dann müsst ihr drücken. Ja, wir drücken also einfach jeder einzelne, ist mir jetzt scheißegal. Ich drücke einfach alle automatisch. Geh mir da richtig auf den Sack. Mit dem Scheißsystem, Alter. Du was gegen Hildesheim oder Stuttgart? Was? So, Leute, Mainz, also Mike muss gegen Hamburg. Wir müssen gegen den SC Paderborn. Und Hertha hat ja, ich habe ein Heimspiel, schon mal in Berlin, jawohl. Gegen Hildesheim oder Stuggi Town, also VfB ich will Stuttgart. Gegen Hildesheim spielen. Heimspiel gegen Hamburg, ja, super, das finde ich gut. Leute, 15:30 in Stuttgart
gegen die guten alten Stugitauner. Wer kennt sie nicht, die Stugitauner? Ja, gegen Braunschweig hat es gerade so gereicht. Baku ist rot gesperrt, warum auch immer. Hä? Busmann ist ein bisschen angeschlagen. Es läuft nicht ganz so. Mal gucken, was ich hier noch verändern kann. Aber der eine Typ hier, der quasi Ersatz für Busmann wäre, ist halt auch verletzt. Dieses läuft schon wieder irgendwie komplett in die falsche Richtung. Es nervt. Hoffentlich bringt das jetzt auch was. Fast die gleichen Trikots. Ja, genau! Jo, gleich erstmal rot. Schick ihn vom Feld! Chili! Bambi, der ist jetzt neu hier. Der hier. Gebambi. Saugeil. Barmen. Und nicht Bambi. Ach so, ups. Gebambi. Barmen. Ja, fast dasselbe, Alter. Ja. Ja. Hallo? Die Faulen? Du hast doch den Ball. Jetzt! Oh, komm, Schuss! Da muss der Tor. Der Tor muss kommen! Der Tor muss sein! Wenn du nicht machen, dann der Tor nicht da! Jetzt, Brosinski! Oh, komm! Direkt ja! Rein. Ja! Bitte, bitte! Du. Du willst mich auch verarschen, nicht, Alter, dieser Scheiß! Aber war schon gut. Ja, guten Morgen! Ja, so, ja. Ungefähr 1 Millimeter. Oh nein. Oh, pfeif doch ab. Doch scheiße ist das. Schieber. Nee, das war Roberts, nicht Julian Schieber. Ach Gott, das ist da passiert echt wenig. Seit dem Tor, das aberkannt wurde, tatsächlich eigentlich gar nichts mehr für uns. Aber Abbas, Junge, der gibt richtig Spaß. Jetzt Abbas, der Matsch. Und jetzt als Tonali. Ja! Wie ich es einfach gecallt habe, das Tor. Was? Ja, ich habe gesagt, es wird jetzt ein Tor, der Angriff. Hast du gar nicht. Doch, habe ich gesagt. Ja, hier nochmal Replay. Jetzt Abbas ist ein Tor. Komm, jetzt bitte, mach die Wechsel. Der Ball ist nicht Maus. Ja, ich weiß, mach trotzdem. So, egal. Wir sind hier nicht beim Handball. Komm bitte schnell, jetzt. Wechsel. Ah. Ja, Adler. Wechsel. Adler. Ja, sorry. Falsch ausgesprochen gerade eben, tut mir leid. Oh. Der neue Franzose. Nein. Was war das denn? Das war doch hier Bande. Das war der Tigerschuss gegen die Latte. Das ist ja unglaublich. Oh, Stogi, Taun macht da ganz schön Druck. Ja, gerade schon, aber ich habe gewechselt, das ist gut. Komm. Jetzt machen wir die Tore, weil ich gewechselt habe. Ein einziges will ich noch, das also zumindest... Ey! Die Führung will ich. Ucha. Auf Busmann. Und jetzt. Alter, du... Ne. Den wechsel... Den wechsel ich aus. Alter, du ne. Du ne. Nein! Du scheiß Schieber, Mann! Das ist immer noch Tommy. Echt, ohne Spaß, dieser Schiedsrichter geht mir ja so am Senkel. Wieso das? Ja, warum? Der kann pfeift einfach nie. Ja, das war mindestens also. Abseits, also ja. Ich bitte dich. Ach man, da hat man einmal riskiert, ne? Und jetzt geht's schon wieder nicht weiter. Warten auf Michael Mieter. Ja, geht mal raus. Ich dachte, deine wären so motiviert, weil die so viel Urlaub hatten. Oh! Oh Gott, der ist ins Tor gekullert. Ja, ich weiß nicht, was mit Adler los ist. Adler! Ja, nee. Robert! Jetzt nicht mehr Adler. Nee, wenn er nicht gut ist, dann nicht. Hast du nicht gerade noch gesagt, ja, das ist der Beste, muss ich mir gar keine Sorgen machen? Ja, ist er auch eigentlich. Er hält jetzt alles, das waren seine Worte. Das ist eigentlich auch so. Er wollte mich ein bisschen pranken in diesem Spiel, glaube ich. Ich find's richtig geil. Ja. Also ich finde das natürlich scheiße. Ich wollte gerade sagen, er findet's wieder richtig geil, dass ich verliere, Alter. Jetzt, dann sind sie nicht mehr auf Platz 3. Hack! Hey! Hey, ohne Spaß, Schiedsrichter! Ja, hier ist aber rote Karte. Rot, schick ihn vom Platz! Schick ihn Schieber! Schieber! Buh! Du hast aber ziemlich viel Ausdauer verbraucht. Ich zeig den was an. Was hast du für einen aufwendigen Spielstil, dass du so viel Ausdauer verbrauchst? Ich zeig den einfach an. Bin ganz und gar nicht zufrieden. Das ist. Nicht?
Willst du eigentlich auch abmoderieren, oder? Wir bedanken uns jetzt für das Zuschauen bei dieser Folge. Wir würden uns natürlich alle über eine Bewertung freuen. Und wie gesagt, checkt auch die anderen ab. Die haben wir natürlich auch aus ihrer Sicht aufgenommen. Also abchecken, deren Spiele gucken, wie die alles das gemeistert haben. Und ja, alles in der Infokarte natürlich verlinkt. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.